Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, heute so eine Zusammenfassung dieser Katastrophe in der Wüste hören, wie das eben befreite Volk Gottes den Bund mit Gott bricht, der kaum geschlossen ist, dann kann man, wenn man die Worte genau liest, vor allen Dingen die Rolle des Aaron entdecken, wie zwielichtig und zwiespältig sie ist. Vielleicht gibt uns das zu denken bis heute. Es soll ein Wort Paul VI. Sein, der gesagt hat, das größte Problem der Kirche ist der Klerus. Ein wenig ist das hier bei Aaron so. Wir wissen das aus der Vorgeschichte. Aaron ist der, der reden kann, als Mose die Aufgabe überhaupt nicht übernehmen will. Ich gebe dir deinen Bruder Aaron, der wird dir helfen. Der kann sein Wort machen. Er macht es auch hier. Aber er nutzt diese Fähigkeit zu ganz verhängnisvollen. Als Mose kommt, feststellt, was geschehen ist, er Aaron zur Rede stellt, kommt zuerst eine Beschwichtigung. Ach, mein Herr möge sich doch nicht vom Zorn hinreißen lassen. Also wenn der Bundesbruch mit Gott kein Grund ist, zornig zu werden. Und du weißt doch, wie böse das Volk ist, kommt als nächstes. Also nicht seine Verantwortung, sondern es wird auf das Volk geschoben. Und die haben zu mir gesagt, mach uns Götter, die uns vorangehen, denn dieser Mose, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Und dann hat natürlich Aaron auch gleich einen, sozusagen einen kreativen Vorschlag. Wer Goldschmuck trägt, soll ihn ablegen. Das ist ja zunächst eine positive Sache. Sie sollen sich nicht vom Gold verführen lassen, sondern den Goldschmuck ablegen heißt, wenn man den Text genau anschaut, frei zu werden, um Gott zu dienen. Und dann war Aaron ganz unschuldig, sie haben mir das Gold übergeben, ich habe es ins Feuer geworfen und so heißt es wörtlich, und herausgekommen ist dieses Kalb. Also das ist sozusagen eine Fügung, da hat man gar nichts zu tun müssen. Das ist schon sehr schwierig. Das ist schon in einer gewissen Weise verkommen und fordert natürlich zu Recht den Zorn des Mose heraus. Aber es beleuchtet auch sehr hintergründig die Rolle, die solche Menschen wahrnehmen. Sich aus der Affäre zu ziehen, eigentlich doch verantwortlich zu sein, weil sie den anderen voraus sind, und sie in die Irre zu führen und sich dann am Ende noch zu drücken. Ich weiß, es ist ein wenig abgedroschen, aber vielleicht sollten wir dennoch auch auf diesem Hintergrund immer wieder neu nachdenken über die Rolle des Geldes. Das ist ja sozusagen das goldene Kalb, um das wir heute tanzen. Nicht nur in unserer Gesellschaft, wenn wir etwa die Börsennachrichten ständig verfolgen, das hat vor 30 Jahren kein Mensch getan. Heute ist das die Top-Meldung und die einfachsten Gemüter verfolgen die Aktienkurse. Sehr merkwürdig. Da hat es eine Werteverschiebung gegeben. Aber wir sind in der Kirche nicht nur nicht frei davon, sondern wir sind in ganz ähnlicher Gefahr. Und zwar genau so zu argumentieren, wie das Aaron tut. Und davon freisprechen sollte sich so schnell niemand. Der Priester hier, der hohe Priester im alten Bund, hier Aaron, erwirkt die Vergebung bei Gott nicht. Es ist der betende und bittende Mose, der sich erneut auf den Weg macht, auf den Gipfel steigt, um vor Gott zu stehen und Sühne zu leisten durch seine Fürsprache und sein Gebet.